Krass. Wie? Alter, was? Gut oder schlecht? Weißt du, wie gut das aussieht? Das sind zwei andere Menschen. Das sieht so gut aus. Oh mein Gott. Boah, geil. Heute haben wir die liebe Celine da. Du kamst eigentlich wegen den Lippen. Genau. Dann haben wir uns spontan noch dazu entschlossen, gleich die Wangenknochen zu machen, weil das, glaube ich, den größten Effekt bei dir haben wird, wenn wir hier einmal die Wangen aufbauen werden. Und zwar wird es nicht nur diese Linie verbergen, sondern wir werden auch das ganze Gesicht damit anliften. Und das wird wirklich, wirklich mega aussehen. Und ich freue mich schon auf das Ergebnis, weil ich weiß jetzt schon, das sieht geil aus. Bist du gespannt? Ich bin gespannt, aber ich vertraue dir. Perfekt, das machen wir. Und manchmal muss man vertrauen. Vertrauen ist das A und O. Okay, genau. Ich fange direkt einmal hier an. So, pass mal auf, dass gleich ein Pixel rausmacht. Eine Seite ist fertig jetzt. Ich mache den Unterschied. Ey, das hat viel mehr Form jetzt. Ich sehe viel reifer so aus. Nicht mehr diese... Ja, diese Bäckchen. Ja, hier, ne? Ja, diese Hängen. Wow. Die Hängedinger. Geil. Jetzt machen wir die zweite Seite noch. Wir haben es geschafft. Habe ich zu viel versprochen? Nein. Du bist ja vom Fach. Ich bin vom Fach. Die zweite Seite folgt zugleich. Das wird so ein krasser Unterschied. Boah, ihr seht viel frischer aus. Ja, viel wacher voll. Und viel gesünder. Wahnsinn. An sowas hätte ich nie gedacht. Ja, dafür gibt es uns ja, ne? Ja. Was denn mit dem Kinn? Das Grüppchen ist weg, das sieht super elegant aus. Ja. Ja? Wir werfen immer Münzen, wenn wir uns nicht entscheiden können. Wir werfen jetzt eine Münze, ob wir Lippen oder Kinn. Ja. Das ist auch das erste Mal, dass wir sowas machen. Du darfst entscheiden, was wir hier. Darf ich die Münze werfen? Ja. Kopf ist Kinn. Kopf ist Kinn, okay? Mhm. Und Zahl sind Lippen. Ha, Kopf. Ha. Ja. Wer hätte das gedacht, die Patientin kam für Lippen und Lammbottle und jetzt machen wir Wangenknochen, Kinn. Bisher eine gute Entscheidung, he? Ja. Weil das sieht schon fantastisch aus. Wir zeigen euch gleich nochmal das Endergebnis. Jetzt das Kinn. Einmal zurücklehnen, das ist so ein kleines Grübchen, ne? Mhm. Weg. Wir sind durch. So viel zu Frische ist einfach unbezahlbar. Ja, boah. Komm. Geil. Ich sehe viel reifer aus. Frischer. Boah, von der Seite, guck mal. Strafft auch das Doppelkinn ja, so ein bisschen voll, weg. Ja, voll. Wahnsinn. Das ist viel besser als die Lippen und Lemon Butter. Ja, ich sag ich ja. Ich bin total zufrieden. Freut mich sehr. Also ich auch. Das ist wirklich ein echt schönes Ergebnis geworden. Wir haben es geschafft. Dankeschön. Gerne. Wir sind fertig. Danke. Perfekt.